Frau Dr. Würstlein, wir sind hier beim Combating am 23. und 24. November in München. Es gibt ja die Möglichkeit, wenn jemand metastasiert, nachdem er die Primärbehandlung hatte und in der sogenannten adjuvanten Situation war, auch zu testen, ob sich irgendwelche der Marker geändert haben. Macht das überhaupt Sinn? Wenn wir von dieser Retestung sprechen, geht es ja darum, zu überlegen, ob man aus dem Metastasengewebe nochmal eine erneute Biopsie gewinnt. Und wir haben in den letzten Jahren zunehmend gelernt, dass das insofern Sinn macht, als dass wir doch zu einem bestimmten Prozentsatz therapeutisch relevante Veränderungen in der sogenannten Tumorbiologie sehen. Das heißt, dass entweder ein positiver Östrogen-, Progesteron- oder HER2-Status negativ wird im Vergleich zum Primärtumor oder eben auch umgedreht. Das heißt, ein primär negativer Befund zu einem positiven wird. Und beides hat Bedeutung für die therapeutische Entscheidung, bezogen jetzt auf die medikamentöse Therapie, weil wir entweder therapeutische Optionen insbesondere in der zielgerichteten Therapie dazu bekommen oder eben auch sagen müssen, dass wir mit der Therapie analog Primärtumor zielgerichtet nicht richtig unterwegs sind und insofern über Therapie und letztendlich auch Nebenwirkungen entsprechend vermeiden können. Über wie viele Patientinnen prozentual gesehen sprechen wir denn, wenn wir sagen, da hat sich was verändert? Das kommt jetzt auf die Zielgröße an. Grob kann man sagen, in den Publikationen der letzten 5 Jahre variiert das zwischen knapp 10 und bis zu 20% der Patientinnen. Und wir haben in den letzten Monaten zunehmend Veröffentlichungen gesehen, wo gezeigt wurde, dass ein Reagieren auf eine solche Veränderung, also sprich Biopsie machen und auch entsprechend die Therapie verändern, einen direkten Effekt auf das Langzeitüberleben der Patientinnen hat. Also ich würde sagen, um die 15%. Ist es denn bei uns in Deutschland Standard, dass bei jeder Patientin so eine Retestung, erneute Testung angeboten wird? Standard ist es leider nicht, weil es doch einer sehr hohen interdisziplinären Zusammenarbeit in dem Zentrum, ob jetzt nun onkologisch oder Brustzentrum, bedarf. Denn wir brauchen ja eine perfekte Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Radiologen, die die Bildgebung machen und dann letztendlich auch die zielgerichtete Biopsie, zum Beispiel der Lunge durchführen, teilweise auch Chirurgen und den Pathologen, die eben auch den Befund entsprechend aufarbeiten müssen und den Onkologen, die zum einen das Verständnis für die Indikation zu dieser Maßnahme aufbringen, als auch das in die Realität umsetzen. Und das ist bei einer schon generell schwierigen Gesprächsführung mit der metastasierten Patientin sicherlich nochmal eine Herausforderung, dieses Zeitfenster herauszuschlagen, die Gewebeprobe zu machen, zu analysieren und so lange mit dem Therapiebeginn zu warten. Aber es ist in den Leitlinien aufgenommen und insofern sind wir doch sehr überzeugt, auch anhand unserer eigenen Daten, dass die Patientinnen einen Profit haben, selbst wenn es eine invasive, also ein kleiner invasiver zusätzlicher Eingriff in Ergänzung zur Bildgebung ist und selbst wenn das vielleicht auch mal zu einer Verzögerung des Therapiestarts von 2, vielleicht auch mal 3 Wochen führen kann. Und dieses Verständnis muss man eben bei der Patientin einwerben und ich denke, wenn das eine gute Behandlungsebene ist, dann geht das auch. Heißt das, wenn mein Arzt mir sowas nicht anbietet, wenn ich Metastasen habe, dass ich ihn aktiv darauf ansprechen sollte oder sollte ich gleich woanders hingehen? Also ich denke, der erste Schritt ist immer das aktive Ansprechen, weil wir auch Publikationen gesehen haben, dass gerade die onkologisch Tätigen ein bisschen zurückhaltend sind, so in der Meinung, das können wir den Patienten nicht zumuten. Die Patientinnen umgedreht, die man befragt haben, haben zu 90% gesagt, wir würden unbedingt anderen Frauen empfehlen, das zu machen. Denn es ist ja auch, wenn wir dann zu den anderen 80% gehören mit identischem Status, eine Bestätigung, dass alle therapeutischen Optionen optimal ausgenutzt werden. Also insofern denke ich, dass auch die Patientin profitiert, bei der letztendlich die Metastasenbiopsie den gleichen Befund ergibt wie der Primärtumor. Und wenn dann tatsächlich die Situation eintritt, dass der Onkologe
jetzt darauf nicht eingeht oder es da irgendwelche Hinderungsgründe gibt, ich glaube, erst dann sollte man sich nochmal an ein entsprechend größeres onkologisches Zentrum wenden, wo aus unserer Erfahrung diese Kooperation doch manchmal besser klappt. Also auch hier das Stichwort zweite Meinung einholen. Es wird ja auch Patientinnen wahrscheinlich geben, wo die Metastase so unglücklich sitzt, dass man gar keine erneute Probe entnehmen kann. Aber grundsätzlich wichtig zu wissen für die Patientinnen, es gibt die Möglichkeit einer erneuten Testung und man sollte zumindest abklären, ob es möglich ist. So würde ich das auch zusammenfassen. Vielen Dank. Gerne.